Schweine sollen künftig mehr Platz erhalten und nicht mehr wie jetzt in engen Metallrahmen der sogenannten Kastenstandshaltung gepfercht werden. So entschied der Bundesrat am Freitag. Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Haug äußerte sich allerdings kritisch zu diesen neuen Auflagen für Landwirte. Damit sich die Landwirte auf die neuen Regelungen einstellen können, wurde eine Übergangsfrist von 8 Jahren für die Angleichung der jetzigen Haltungsstandards beschlossen. Landwirtschaftsminister Haug sieht diese Übergangsregeln als schwer zu tragenden Kompromiss, hat aber dennoch zugestimmt. Den Landwirten müsse ausreichend Zeit gegeben werden, um ihre baulichen Anlagen rechtzeitig auf den neuesten Stand bringen zu können. Ich finde, dass man dort, wenn man in den Bestand eingreift für bauliche Anlagen, in den Privatbesitz, also in dem Fall von Landwirten, dann müssen die eine Sicherheit haben, dass sich ihr Gebäude und ihre Bauten auch amortisieren. Zudem seien alle Gebäude damals mit dem Segen des Staates gebaut und genehmigt worden. Haug hält es für schwierig, den Landwirten jetzt weitere bauliche Maßnahmen vorzuschreiben. Keineswegs tragbar sei allerdings, dass Muttersauen in Zukunft eine Mindestfläche von 5 Quadratmetern erhalten sollen. Diese Mindestfläche übertreffe sogar den Biostandard, der bei 4,4 Quadratmetern liege. Das war eine Idee der Grünen auf Bundesebene, das zu fordern. Die wollten ursprünglich 6 Quadratmeter Platzbedarf, da hat man sich geeinigt auf 5. Aber für mich war das das Fass, das zum Überlaufen gebracht hat, weil damit ein Zwang zur Investition für alle mittelständischen bäuerlichen Familienbetriebe einhergeht. Abschließend erklärte Haug, dass sich zwar die großen Betriebe in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein die baulichen Maßnahmen leisten könnten, die Familienbetriebe hierzulande aber nicht. Die lägen oft am Ortsrand und hätten nicht nur mit dem Kostenaufwand, sondern auch mit den Baugenehmigungen zu kämpfen.